Heute Morgen kurz nach dem Gottesdienst wurde Pastor Stefan Ricken tot in seiner Kirche aufgefunden. Der 38-Jährige wurde offensichtlich von einer Empore gestoßen und hat sich dabei das Genick gebrochen. Auf dem Präsidium wird der Verwalter und Hausmeister der Kirche, Küster Harald Wiescher, vernommen. Er hatte den Toten gefunden. Ich habe doch erst die Polizei gerufen und Sie behandeln mich wie einen Verbrecher. Wie standen Sie zu dem Verstorbenen? Naja, das war kein Geheimnis. Der Pastor Ricken war ein guter Mann. Aber Sie konnten ihn nicht leiden. Ja, das haben wir auch schon von den anderen Gemeindemitgliedern gehört. Ist ja auch kein Akt. Man kann sich ja mal nicht riechen. Aber jetzt ist der Kollege tot. Mein Gott, natürlich hatte ich einen Hals auf den. Aber da war ich sicher nicht der Einzige. Nach dem, was der sich geleistet hat. Sowas macht ein echter Priester nicht. Ich heiße Lara Grünberg, Kriminalhauptkommissarin. Mein Name ist Bernie Kuhnt, Kriminalhauptkommissar. Hier, unser Opfer ist der Pastor Stefan Ricken, 38 Jahre alt. Er hat kurz bevor er hier zu Tode gekommen ist, noch einen Gottesdienst abgehalten. Um 10.05 Uhr sind die Leute raus aus der Kirche, um 10.15 Uhr wurde die Leiche gefunden. Das heißt, der Todeszeitpunkt muss irgendwo dazwischen liegen. Und der ist von da oben runtergefallen? Also gefallen würde ich das nicht gerade nennen. Ich war gerade selber oben, habe mir mal einen Überblick verschafft und alleine das Geländer da oben ist so hoch, da purzelt man nicht einfach runter. Also ich gehe stark von Fremdverschulden aus. Entweder hat ihn jemand überrascht, von hinten gestoßen, oder es war eine vertraute Person und die hatten vorher ein Gespräch. Eine Frage. Wurde die Leiche so gefunden? Weil dieses weiße Ding, was die immer tragen, das fehlt doch hier, was Pastoren immer haben. Das weiße Ding heißt Römerkranzi. Ich wusste ja nicht, dass du so gläubig bist, Thomas. Also, Gewebespuren haben wir noch nicht genommen, aber der Pastor lag genau so, wie er jetzt hier auch liegt. Okay. Dass dieser Römerkragen fehlt, ist uns natürlich auch aufgefallen. Wir haben ihn aber leider noch nicht finden können. Thomas, hier? Ja? Draußen vor der Kirche steht eine junge Frau, die angeblich hier die Organistin ist, der Kirche. Die hat wichtige Informationen für euch. Ja, danke. Sag, wir kommen jetzt am besten, okay? Ihr haut nicht ab, ne? Nee, nee. Wenn ihr fertig seid? Alles klar, wir sagen Bescheid, ne? Jo. Da drüben steht die Frau. Okay. Dankeschön. Okay. Guten Tag. Mein Name ist Cosmas, die Kollegin Peters. Sie wollten mit uns sprechen? Katrin Nordens, ich bin die Organistin der Kirche. Wie geht es Pastor Ricken? Ist alles in Ordnung? Es tut uns leid, aber Herr Ricken ist leider verstorben. Wir ermitteln deswegen. Was? Es macht den Eindruck, als wenn Sie geahnt haben, dass Herrn Ricken was passiert ist. Darf ich fragen, wie das kommt? Haben Sie was gesehen? Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir aufs Polizeipräsidium fahren und dort die Befragung weitermachen, ja? Frau Nordens, die Kollegen erwähnten, dass Sie sich auf der Fahrt hierher Vorwürfe gemacht haben. Können Sie mir sagen, was Sie damit meinten? Es ist einfach so furchtbar. Wäre ich nach der Messe nicht nach Hause gegangen, wäre das vielleicht alles nicht passiert. Und Pastor Ricken. Sie und der Pastor standen sich sehr nah, oder? Nein, nicht richtig. Wir haben uns gut verstanden. Und Pastor Ricken war wirklich ein wunderbarer Mensch. Seitdem er die Gemeinde übernommen hat, hat der Gottesdienst wieder Spaß gemacht. Also war in der Gemeinde eher beliebt, ja? Ja, natürlich. Sogar mein Mann ist nun ab und zu zum Gottesdienst gekommen. Der Ricken hat einfach Geld verschwendet. Kauft sich einen sauteuren Laptop, will WLAN in der Kirche. Moderner Quatsch. Früher haben wir sowas nicht gebraucht. Nach dem Gottesdienst bin ich sofort nach Hause gegangen. Alleine? Wann waren Sie daheim? Ja, ich bin alleine nach Hause gegangen. Mein Mann Daniel war schon zu Hause. Ich brauche ungefähr 10 Minuten. Wahrscheinlich war ich so um 10.10 Uhr da. Mein Mann Daniel kann das auch sicher bezeugen. Können Sie uns gerade mal kurz den Kontakt von Ihrem Mann geben, bitte? Ja, natürlich. Wussten Sie, dass bei uns in der Kirche geklaut wird? Ständig kommt was weg. Manchmal sogar Teile von der Kollekte. Den juckte das gar nicht. Der hat nicht einen Finger krumm gemacht, um was dagegen zu tun. Ja, okay. Das ist jetzt wirklich ungewöhnlich. Was haben Sie denn nach dem Gottesdienst gemacht? Ich bin rüber in den Gemeindesaal und hab
da Tische und Stühle für den Kuchenbazar vorbereitet. Irgendwann wollte ich von dem Pastor wissen, welche Tischordnung er bevorzugt. Da habe ich ihn da reglos liegen sehen. Und habe sofort den Notruf angerufen. Frau Nordens, die Kollegen haben auch erwähnt, dass Sie mit dem Pastor nach dem Gottesdienst noch geredet haben. Ist Ihnen da irgendjemand aufgefallen? Ja, nach der Messe wollte ich noch kurz die Liederauswahl mit Pastor Ricken für den nächsten Sonntag besprechen. Dann hat uns aber ein Gemeindemitglied unterbrochen. Ein Gemeindemitglied? Können Sie uns sagen, wer das war? Geht es genauer? Michael Kiegel. Er musste unbedingt mit dem Pastor reden. Und dann bin ich halt schnell gegangen. Wieso betonen Sie das Wort Gemeindemitglied so auffällig? Können Sie diesen Michael Kiegel nicht leiden? An dem Kiegel gibt's nichts zu mögen. Der Mann hat eingesessen, ganze 4 Jahre lang. Was weiß ich wofür. Ist dann ungefähr vor einem Jahr bei uns aufgeschlagen. Vor einem Jahr? Also kurz bevor die Diebstähle begonnen haben? Ganz genau. Richtig mieser Kerl. Der Pastor Ricken hat ihm seine Nummer abgekauft. Welche Nummer denn? Der behauptet, im Knast zu Gott gefunden zu haben. Wer's glaubt? Du, die Frau Norden sind völlig durch den Wind. Ja, ist ja kein Wunder. Ich meine, schließlich ist der Pastor der Gemeinde tot. Da sind so einige durch den Wind, würde ich sagen. Aber so wie die über den geredet hat, ich könnte schwören, dass da mehr zwischen den Beinen ist. Na, warte mal. Wie? Du meinst die Organistin und der katholische Pastor? Ja. Das ist krass. Ja, sowas kommt vor. Und ihr Alibi, ihr Ehemann Daniel Nordens, den können wir auch nicht erreichen. Da geht immer nur die Mailbox ran. Also, wenn die wirklich ein Verhältnis hatten, ne? Und dieser Daniel Nordens, der ist dahinter gekommen, dann könnte er sich ja den Pastor gegriffen haben, so richtig ins Gebet genommen haben. Und dann? Ja, das denke ich auch. Und hat man diesen Römerkragen eigentlich mal gefunden? Nee, noch immer nicht. Wahrscheinlich hat der Täter den mitgenommen, aber was will er damit? Ah, Schätzchen, hast du was für uns? Überhaupt nichts. Überhaupt keinerlei brauchbare Fasern, keine Fingerabdrücke, nix. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass der Pastor auf jeden Fall geschubst wurde. Wir haben nämlich ein Hämatom an seiner Hüfte festgestellt, das genau mit der Höhe des Geländers zusammenpasst, was oben in der Kirche war. Und wer so ein starkes Hämatom hat, der wurde geschubst, ganz klar. Mehr nicht? Fängt ja schon gut an, ehrlich. Naja, nicht ganz. Thomas hat gerade angerufen. Ja. Dem Küster ist aufgefallen, dass der Laptop vom Pastor verschwunden ist. Der Pastor hat vorm Gottesdienst noch ein Newsletter rausgeschickt. Heißt, in der Zeit zwischen 8.50 Uhr und 10.15 Uhr muss der Laptop vom Pastor gestohlen worden sein. Und kann man den irgendwie orten? Kann man. Probieren wir auch schon. Läuft auf Hochtouren. Sobald wir da was haben, sagen wir Bescheid. Finger weg! Ich gehe da jetzt rein und hole den Laptop. Das ist Kircheneigentum. Das wäre Hausfriedensbruch. Beruhigen Sie sich jetzt, sonst erteilen wir einen Platzverweis. Ich weiß überhaupt nicht, was er von mir will. Ich habe nicht mal einen Laptop. Das kannst du sonst wem erzählen. Mich kriegst du nicht mit deiner Unschuldsnummer. Das war's, wir gehen jetzt. Herr Wiescher, hören Sie mal jetzt auf die Kollegen, sonst gibt es nur noch mehr Ärger. Danke. Gerne. Herr Kiegel, zu Ihnen wollten wir. Wir sind von der Kripo Duisburg. Mein Name ist Bossmann, das ist die Kollegin Peters. Können wir hochkommen? Okay, ja, ich lasse Sie rein. Kommen Sie hoch. Hallo. Guten Tag. Hallo. Kommen Sie rein. Danke. Möchten Sie einen Kaffee oder irgendwas? Ach, danke. Ja? Ich bin ganz überrascht. Mit dem wären Sie ja gerade noch selber fertig geworden, oder? Nee, sowas mache ich nicht mehr. Ich habe mit meiner Vergangenheit abgeschlossen. Heutzutage überlasse ich das lieber den Profis. Wir kommen mal direkt zum Punkt. Waren Sie heute Morgen in der Gemeinde, also zum Gottesdienst? Es geht um Pastor Ricken, oder? Ist das wirklich wahr, dass er tot ist? Ja, schlechte Nachrichten sprechen sich anscheinend sehr schnell rum. Oh Mann. Ja, das war für uns alle ein ziemlicher Schock. Gerade Pastor Ricken, er war so ein guter Mensch. Wo waren Sie denn nach der Messe? Haben Sie noch mit dem Pastor gesprochen? Nee, ich bin direkt nach Hause gegangen. Herr Kiegel, wir würden gerne die Befragung auf dem Präsidium fortführen. Dort haben wir noch 2 Kollegen, die bestimmt auch noch ein paar Fragen hätten. Wäre das für Sie ein Problem? Ist das denn wirklich notwendig? Ich fürchte, wir müssen darauf bestehen, ja.
schwere Körperverletzung, Einbruch, schwerer Raubdiebstahl, 4 Jahre in der JVA Duisburg-Hamborn. Beeindruckender Lebenslauf. Ja, aber so bin ich nicht mehr. Ich habe mich geändert. Da haben wir was anderes gehört. Seitdem Sie in der Gemeinde von Pastor Ricken sind, kommen da komischerweise Sachen weg. Ja, aber damit habe ich nichts zu tun. Du sollst nicht stehlen. 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 15. Hören Sie auf mit dem Scheiß. Das hat Sie früher doch auch nicht interessiert. Ja, früher. Aber jetzt bin ich ein anderer Mensch. Im Knast hat mir ein Pfarrer gezeigt, dass ich mich ändern muss und dass Gott auch für mich einen Plan hat. Sagen wir mal, wir glauben Ihnen. Wie erklären Sie sich, dass ein Zeuge Sie mit dem Pastor in der Kirche gesehen hat? Minuten vor seinem Tod. Das stimmt nicht. Ich habe nicht mit dem Pastor geredet. Aber ich kann mir schon denken, ist doch klar, warum die Leute das so behaupten. Wie meinen Sie das? Naja, bei meinen Vorstrafen. Ich gebe mir ja wirklich Mühe. Aber seitdem das in der Gemeinde rausgekommen ist, will niemand mehr was mit mir zu tun haben. Entweder die Leute haben Schiss vor mir oder die verurteilen mich. Ja, ganz genau. Das muss doch frustrierend sein, oder nicht? Vielleicht haben Sie einen Frust in den Pastor ausgelassen. Ich tue niemandem was, bitte, und schon gar nicht dem Ricken. Wenn Sie mir nicht glauben, ja, dann durchsuchen Sie doch einfach meine Wohnung. Ich war das nicht. Darauf können Sie Gift nehmen. Komm mal kurz mit. Komm mit. Sie bleiben hier sitzen. Wir sind 5 Minuten wieder da. Jürgen, bist du noch hier? Kannst du mal kurz aufpassen? Ja, klar. Ist das jetzt dein Ernst? Warum machst du eine Pause? Wir haben den gleich. Ich weiß nicht. Manche Menschen ändern sich wirklich. Sina, wie oft haben wir das gehört? 1000 Mal? Das meinst du jetzt nicht wirklich, oder? Er ist uns gegenüber doch lammfromm. Er bietet sogar eine Hausdurchsuchung an. Ja, das schon, aber... Na, und ein wirkliches Mordmotiv hat er auch nicht, jetzt mal ehrlich. Wir kennen es noch nicht. Noch nicht. Ich geh jetzt da rein und mach den Typen fertig. Ah, da seid ihr. Ich wollte gerade zu euch. Ja. Wir haben den Laptop geortet. Und wir haben die ungefähren Koordinaten für euch.